kurz unsere Sendung Nacht der Geister. Gibt es eigentlich Geister? Sicher ist, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, für die sich keine rationale Erklärung findet. Rätselhafte Erscheinungen, geheimnisvolle Ereignisse, mysteriöse Geräusche, unerklärliche Phänomene. Wir stellen Ihnen heute zwei außergewöhnliche Menschen vor, René und Bernadette. Dann haben wir Geister gerufen und Dinge erfragt über verschiedene Personen, über den Großvater von jemandem. Und das wurde immer unheimlicher, weil wir gemerkt haben, diese Dinge, die dieser Geist antwortet, die stimmen wirklich. Was ich erlebt habe, ist die gleiche Geister. Ich habe erlebt, dass sich Geister als gut erweisen. Sie können auch mal Gutes tun, aber ihr Ziel ist etwas anderes. Ist ja ganz anders. René hat keine leichte Kindheit. So kommt es, dass er sich schon als kleiner Junge von düsteren Dingen angezogen fühlt. Bernadette möchte nichts lieber als den Menschen helfen. Sie öffnet sich für kosmische Energien. Also, ich bin in der Steiermark, in Österreich. René, 34, ist in der Drogenprävention in der Ostschweiz tätig. Regelmäßig besucht er Schul- und Konfirmandenklassen und warnt. Also ich glaube, das ist genau die Falle, wo viele Leute, also nicht nur mit Drogen, ich glaube auch im Bereich von der Sexualität oder im Bereich vom Okkultismus, dass viele Leute reinrutschen in gröbere Probleme, weil sie glauben, ein bisschen ausprobieren schadet ja nicht, weil es machen ja alle. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da Aufklärungsarbeit macht, dass diese Dinge nicht harmlos sind. René spricht aus Erfahrung. Ihn hat das Verbotene immer gereizt. Seine Kindheit verbringt René in der Nähe von Graz, Österreich. Schon mit 6 Jahren ist er fasziniert von blutrünstigen Horrorfilmen. Hauptsache düster, unheimlich und gefährlich. Das hat einen extremen Eindruck auf mich hinterlassen. Und das Komische war eines, hat mich extrem beängstigt. Ich habe dann in der folgenden Zeit immer Angst gehabt, wenn ich in den Keller gegangen bin. Ich musste alleine Milch holen gehen, muss bei einer alten Mühle vorbei. Und ich habe immer Angst gehabt und gewusst, da ist irgendwas. Immer das Gefühl gehabt, es ist irgendwas im Dunkeln. Mit 15 beginnt René eine Ausbildung im Gastgewerbe und wohnt in einem Internat. Dort macht er erste Erfahrungen mit der übersinnlichen Welt. Am Anfang von dieser Sitzung dachte ich mir, das ist Hokuspokus und da steckt doch nichts dahinter. Aber trotzdem wollte ich wissen, was läuft hier wirklich? Dann haben sie irgendwie mit so Formeln und so, weiß nicht mehr genau, Geister gerufen und plötzlich hat sich dieser Tisch angefangen zu bewegen. Und dann ist mir recht unheimlich geworden. Aber ich habe mir dann irgendwie mit reingegeben, weil sie haben gesagt, alle müssen voll dabei sein, müssen sich öffnen für das. Der Geist spürt das, wenn man nicht voll dabei ist. Und ich habe dann mit der Zeit panische Angst bekommen innerlich. Aber ich konnte irgendwie nicht aussteigen, was mich auch interessiert hat. Es war so ein dermaßiger Kick, dass plötzlich der Geist Dinge antwortet, wo eigentlich niemand wissen konnte. Kurze Zeit später fliegt René aus dem Internat. Er kommt zu seiner Tante nach Wien, vom Dorf in die Großstadt. Rasch findet er Aufnahme in einer Jugendbande. Drogen und Heavy-Metal-Musik prägen den Alltag. Wir haben uns auch sehr mit den Texten identifiziert. So, da geht es viel um die Hölle, viel um einfach um Gewalt, um Zerstörung. Und für mich war das damals einfach ganz harmlos. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt wieder zurückblende, muss ich sagen, das hat mein Leben extrem beeinflusst. Ständig diese satanische Musik zu hören, ständig diese okkulten Texte auch mit Selbstmordbotschaften und so weiter. Und ich habe mir dann so ein Image zugelegt, ich bin dann vom Hippie irgendwo weggekommen, total zum bösen Jungen. Und habe mir gedacht, ja, du musst irgendwie krass drauf sein, eben einen Totenkopf tätowieren. Ich war angezogen von den Hells Angels, die damals recht okkulte Praktiken auch betrieben haben. Einerseits hat es mich angezogen, es war wie so ein Sog, wo ich reingekommen bin, es hat mich begeistert. Und andererseits, innerlich habe ich immer gemerkt, mir zieht es wie den Boden unter den Füßen weg. Es war wie so ein Holzboden, wo langsam bricht und ich konnte eigentlich nichts mehr dagegen machen. Sondern es war ein Zeitpunkt, auch im Zusammenhang mit Drogen, mit psychedelischen Drogen, dass es mich so reingezogen hat und ich
wie nicht mehr zurückkommt. Die zunehmende Umweltzerstörung und die viele Zivilisationskrankheiten. Die zunehmende Umweltzerstörung und die Zivilisationskrankheiten haben mir zu denken gegeben. Ich selbst war schon lange in einer Sinnkrise, wusste nicht, woher komme ich, wohin gehe ich. Deshalb wollte ich am Ende meines Lebens wenigstens sagen können, ich habe etwas Sinnvolles gemacht. Am Ende von meinem Leben können sagen, ich habe etwas Sinnvolles gemacht. Bernadette, 55, Mutter von 4 Kindern, eröffnet in den 90er Jahren in Zürich einen Bioladen. Es ist sehr eine anstrengende Arbeit gewesen. Es war ein anstrengender Job und ich arbeitete viele Nächte im Geschäft. Nach und nach stellten sich Ermüdungserscheinungen ein, bis zur völligen Erschöpfung. Dann kamen plötzliche, unerklärliche Schmerzen. Irgendwann habe ich einen Akupunkteur aufgesucht. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich einen Akupunkteur aufgesucht habe. Zu den körperlichen Schmerzen kommen bald finanzielle Probleme hinzu. Trotz allen Bemühungen gelingt es Bernadette nicht, den Laden zu halten. Das ist wirklich Das war ein ganz schlimmer Moment für mich. Ich habe wie eine Löwin gekämpft und musste doch einsehen, es geht nicht. Ich war verzweifelt, bin in eine Depression gefallen und wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Nach dem großen Tief, wo ich drinnen war, habe ich langsam. Als es mir nach diesem Tief langsam wieder besser ging, habe ich mich daran erinnert, was ich vor 6 Jahren machen wollte. Ich wollte heilen. Alternativ heilen. Ich wollte wirklich anderen Menschen helfen. Das ist mir immer wichtiger geworden und ich habe begonnen zu überlegen, wie ich das verwirklichen könnte. Bernadette besucht Kurse in Körpermassage, Fußreflexzonenmassage, Touch to Health, Akupunktur, Reiki und Shiatsu. Außerdem nimmt sie sich täglich 1 bis 2 Stunden Zeit, um zu meditieren. Bald eröffnet sie eine Praxis bei sich zu Hause. Je mehr, dass ich meditiert habe, umso eher. Je mehr ich meditiert habe, umso mehr Visionen hatte ich. Ich habe geistige, innere Bilder gesehen und fühlte mich so bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich habe quasi so auch Bestätigung bekommen, du bist auf dem richtigen Weg. Es ist nicht lang gegangen und ich habe gemerkt, dass ich an mir selber Signale spüre. Es dauerte nicht lange, bis ich Signale wahrgenommen habe, die ich vorher nicht kannte. Ich konnte hell fühlen. Eine fremde Macht, eine fremde Kraft hat bei mir bewirkt, dass ich bei mir selbst spüren konnte, was beim Klienten behandelt werden sollte. Ich konnte hell sehen, in den Körper hineinsehen, was man ja sonst nicht kann. Ich wusste, das sind übernatürliche Fähigkeiten. Woher sie kamen, wusste ich nicht. Und sie kamen auch überraschend. Aber mir schien sie sehr nützlich, um anderen zu helfen. Und deshalb habe ich sie angenommen und angewendet. Nützlich für andere habe ich das angenommen und habe es angewendet. René rutscht immer tiefer in Okkultismus, Gewalt und Drogen. Eine Begebenheit, da kann ich mich recht gut erinnern. So, das war wie so ein Meilenstein, ein negativer Meilenstein in meinem Leben. Da habe ich einen Trip konsumiert und bin ins Schlafzimmer gegangen, habe mich aufs Bett gelegt. Wir haben damals Musik gehört von Pink Floyd, so psychedelische aus den 60er Jahren. Ich bin im Bett gelegen und in der gleichen Zeit habe plötzlich gemerkt, dass irgendetwas den Raum betritt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, bin flach auf dem Bett gelegen und habe plötzlich unheimliche Panikattacken bekommen. Und ich wusste, ich habe es gespürt und innerlich habe gemerkt, dass es ist etwas im Raum, das stärker ist als ich. Aber ich konnte mich in dem Moment überhaupt nicht wehren dagegen oder irgendwie bewegen, sondern hatte nur panische Angstzustände. Und es war so real für mich, dass dieses Ding hier war. Nach diesem Erlebnis habe ich einfach ständig Angst gehabt und ich musste dann auch, mit der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter LSD konsumiere und solche Erfahrungen mache, dann gehe ich total kaputt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann irgendwo gemerkt, das geht so nicht weiter. Ich brauche irgendeine Droge oder irgendetwas, wo mir hilft, dass ich wieder runterkomme von dem Trip. Und so habe ich dann angefangen mit Heroinkonsum.
René beginnt zu dealen. Seine Freundin tritt in Peepshows auf. Auch sie ist heroinabhängig. Die Beziehung ist geprägt von Gewalt. Wir sind beide so vor unseren Drogen gestanden und ich habe gemerkt, es ist für beide zu wenig. Und ich dachte mir, dann nehme ich alles selber, was für beide nicht reicht. Und sie ist dann einfach ausgerastet und hat einfach ein Messer genommen, was am Tisch gelegen ist, und hat mir, ich weiß nicht genau, ob sie es geworfen hat oder gestochen, auf alle Fälle konnte es mit der Hand abwehren. Und dann habe ich einfach geblutet und ein Loch in der Hand gehabt. Und dann bin ich plötzlich total ausgerastet und habe auf sie eingeprügelt und habe sie gegen die Tür geworfen und sie ist dann mit dem Kopf gegen die Türschnalle und war mehr oder weniger bewusstlos. Und dann habe ich sie ins Nebenzimmer gelegt und bin wieder zurückgegangen ins Zimmer, habe den Fernseher eingeschalten und habe Fernsehen geguckt und habe sie liegen lassen dort. Letztendlich war es mir egal, was passiert. Wenn sie dort gestorben wäre, wollte ich einfach meinen Frieden haben. Und ich war innerlich so kalt in solchen Situationen, dass ich im Nachhinein habe dann selber wie Angst gehabt vor mir. Aber ich konnte in dem Moment mich nicht kontrollieren oder steuern, ich war wie getrieben. Mit 18 kommt René ins Gefängnis, wegen internationalem Drogenhandel. Doch schon nach ein paar Tagen ist er wieder draußen. Von iranischen Dealern konsumiert er Stoff, den er nicht bezahlen kann. Als die Dealer drohen, ihn umzubringen, flüchtet er nach Deutschland. In Lörrach trifft er auf Christen, so auch auf Niki. Ich habe die Christen damals recht lustig erlebt. Ich war recht ablehnend früher immer. Aber in dieser Zeit hier habe ich gemerkt, die sind doch anders. Es hat überall Kaffee und Kuchen gegeben. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, hey, das, was die erzählen, was die an sich haben, da ist mehr dahinter, wie ich eigentlich selber geglaubt habe am Anfang. Nur dazu, was mir leicht war, was mir geholfen hat, diese Leute zu verstehen, war, dass sie das recht viele selber auch Drogenprobleme gehabt haben, aus der Musikszene gekommen sind, viele auch mit dem Okkulten auch zu tun gehabt haben. Und die Leute haben mich einfach recht gut verstanden. Nach einer ersten Rückführungstherapie besucht Bernadette ein weiteres Medium. Sie will mehr über ihre früheren Leben erfahren. Das hat mir gesagt, dass ich ein Teil von einer hierarchischen Geistigen. Ich hörte, ich sei Teil einer geistigen Bruderschaft, die zu mir Kontakt hätte. Ich sei dazu bestimmt, ein Medium zu sein, eine Kontaktperson, ein Mittler zwischen der geistigen hierarchischen Welt und der Welt hier. Und der Welt da. Es ist eigentlich nicht anders. Ich wurde dann mit weiteren Fähigkeiten ausgestattet, die ich vorher noch nicht hatte. Nebst dem Hellfühlen, wo sich intensiviert hat. Neben dem Hellfühlen, das immer intensiver wurde, hörte ich plötzlich Stimmen. Sie haben mir befohlen, bestimmte Dinge zu tun. Obwohl ich kritisch dem gegenüber war, musste ich es tun. Immer häufiger spürte ich, dass sich eine fremde Macht über mich stülpt. Ich konnte nicht mehr machen, was ich wollte, sondern ich wurde gemacht. Ich war willenlos. Ich handelte und dachte fremdbestimmt, wie eine Marionette. Mit anderen Worten, ich war wie eine Marionette. Die Geister sendeten mir eine Art Klopfzeichen, Tag und Nacht. Ich hatte keine Ruhe mehr, konnte nicht mehr essen, nicht schlafen. Tagsüber ging mein Alltag aber wie gewohnt weiter. Die Stimmen, die Bernadette hört, werden immer lauter. Pausenlos hämmern sie ihr Befehle in den Kopf. Das erste Mal wurde es richtig bösartig, als ich den Befehl bekam, ich solle Uroboros nachspielen. Die Schlange, die sich selbst auffrisst. An diesem Sonntagmorgen habe ich in meinem Meditierzimmer unter Qualen und Winden begonnen, mich sozusagen selber aufzuessen. Und mich winden, habe ich angefangen, mich selber aufessen. Ja, würde ich sagen. Bernadettes Mann Ingo kann sich noch gut an jenen Sonntag erinnern. Also ich habe zum Anfang komische Geräusche aus dem Zimmer gehört und Rumpeln und bin dann rein.
habe sie in der Ecke knien sehen, an sich selbst kauend. Und es war natürlich ein erschreckendes Bild zum Anfang für mich. Mir war aber auch sofort klar, es muss jetzt hier irgendwas passieren. Es ist so nicht mehr tragbar für uns alleine. Und habe dann erst mal medizinische Hilfe angefordert. Dann ist in dem ganzen Trubel ist dann irgendwo hergefallen, man sollte doch das Medium anrufen. Die wüsste ja am besten Bescheid, die müsste sowas ja erlebt haben, was jetzt wirklich zu machen sei. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe angerufen bei ihr und dann hat sie mich erstmal beruhigt. Ja, das sei alles normal und ich müsse mich da gar nicht aufregen. Ich solle sie doch in die Psychiatrie überweisen lassen und sie übernehme die volle Verantwortung dafür. Und dann habe ich aufgelegt und bin erstmal stockwütend geworden, weil für mich war klar, für die Frau war es leicht zu sagen, es ist alles okay und ich soll mich nicht aufregen. Aber wie kann sie die volle Verantwortung übernehmen für das, was hier passiert? Es war absolut suspekt, dass eine Frau, die selber von Geistern manipuliert wird, dass die könnte Verantwortung für mich übernehmen. Meine innere Panik war riesig. Ich habe mich den finsteren Mächten selbst ausgeliefert. Freiwillig. Und nun konnte ich nicht mehr alleine da raus. Der Sog war so stark. Ich wusste, ich brauche Hilfe. Und mich absolut nicht kann selber an den Haaren zum Sumpf ausziehen. Die war so stark, dass ich gewusst habe, ich brauche Hilfe. Die Christen in Lörrach beeindrucken René. Diese Leute dort, die waren für mich so, so ehrlich und aufrichtig. Und was ich gespürt habe, die mögen mich so, wie ich bin. Die haben mich mit meinem ganzen Hintergrund, mit meinen Ausrutschern, mit meinen Rückfällen, mit meiner Gewaltbereitschaft, die haben mich einfach angenommen und auch geliebt, kann man sagen. Und das hat mir Geborgenheit geben, die ich eigentlich früher in anderen Dingen gesucht habe. Natürlich haben wir ihm erzählt, dass es wirklich die Seite gibt, die okkulte, die dunkle Seite. Wir haben ihm viel von Gott erzählt, wir haben ihm versucht zu helfen natürlich auch seiner damaligen Freundin. Die Leute hier in Lörrach, die haben mir einen Gott vermittelt, der liebevoll ist, der frei macht, der ein Stück weit auch Zufriedenheit schenkt. Und ich bin dann mitgegangen in einen Gottesdienst. Am Schluss von dieser Veranstaltung hat der Prediger gefragt, ob jemand hier ist, der Frieden schließen will mit Gott. Und mir war so in dem Moment, dass wie wenn Gott mit mir redet. Ich habe mir gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt musst du irgendeine Entscheidung treffen. Bin dann nach vorgegangen, habe mit dem Mann ein einfaches Gebet gesprochen. Kann nicht mehr genau sagen, was ich gesagt habe. Aber auf alle Fälle, es war so, wie wenn von einer Sekunde auf die andere, wie man in meinem Herzen einen Schalter umgelegt hätte. Es ist plötzlich gewusst, dass es Gott gibt, dass Jesus Realität ist, dass er mich liebt, so wie ich bin. Ich war zwar immer noch drogensüchtig, bis über beide Ohren, aber das erste Mal in meinem Leben wirklich einen Frieden empfangen dort. Echten Frieden, echte Freude und ich habe gewusst, es gibt Hoffnung. Doch Renés Probleme sind nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Er nimmt erneut Drogen. Er schlägt weiterhin zu. Es war recht eine schwierige Zeit und auch diese Spannung auszuhalten, in einer Gefangenschaft zum Leben und trotzdem gläubig zu sein, das war schwierig. Ja. Weil ich habe oft so gehört, ja, wenn man gläubig ist, dann muss man doch sofort frei werden und alles, ist alles easy. Aber ich habe gemerkt, es ist überhaupt nicht easy. Also mein Leben hat sich zwar innerlich verändert, dass ich jetzt an Gott geglaubt habe und an Hoffnung empfunden habe, aber der Weg nach draußen, der war noch recht lange. René spürt, dass er professionelle Hilfe braucht. In der Schweiz findet er einen Therapieplatz, wo er sofort mit dem Entzug beginnen kann. Hallo René. Heute besucht René seinen damaligen Betreuer, Jeronimo Perez. Er kam einfach mit so langen Haaren und große Tattoo. Und er kam einfach von dieser Szene, von der Rock-Szene und hat eine große Mango gehabt, als er zu uns kam. Sehr nervös, aber das ist auch ganz normal bei den Menschen, die eigentlich zu unserer Therapie gekommen sind. Das hat nicht lange gedauert eigentlich. Nach wenigen Tagen war er viel ruhiger und wir haben gemerkt, dass er eigentlich
Ja, wir glauben, dass Gott eigentlich eingegriffen hat. Irgendwo hat er in wenigen Tagen eine seltsame Ruhe gehabt und so langsam begann er, Fortschritte zu zeigen. Auf alle Fälle, was ich weiß, ist durch dieses ganze intensiv sich beschäftigen mit dem Christentum, auch durch persönliches Gebet, wo ich geführt habe, habe ich innere Befreiung erlebt. Ich habe einfach gemerkt, innerlich gespürt, ich werde von Stück zu Stück werde ich freier. So, darf ich euch was zum Trinken anbieten? Ja. Durch das, dass ich mein ganzes Leben habe angefangen aufzuarbeiten, also mit Familiengeschichte, mit vor allem auch diese okkulten Bereiche, dass ich meine Finger davon gelassen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach für Gott leben. Und wo ich mir dann bewusst von dieser finsteren Finsternis, auch, wo mir früher angezogen hat, wo ich mich bewusst davon getrennt habe, ist auch wieder ein Stück mehr Freiheit in mein Leben gekommen. Und ich habe immer weniger das Bedürfnis gehabt, auch Drogen zu konsumieren. Wie für mich ist ein Wunder. Nach 13 Jahren diese Veränderung. Und wenn ich heute sehe, wie er in öffentlicher Arbeit steht und junge Menschen hilft in Aufklärung wegen Drogenproblematiken, ist doch hervorragend. Heute ist René verheiratet mit Ilana. Seit 13 Jahren ist er frei von Drogen. Doch die Geister, die er einst gerufen hat, wird er so schnell nicht los. Ja, leider ist es ja so, es ist bis zum heutigen Tage so, dass diese Dinge, obwohl sie mein Leben so zerstört haben, immer noch einen Reiz haben. Also es hat immer noch einen Reiz, es ist eine spezielle Atmosphäre dahinter, ein spezieller Spirit, wo ich denke, das zieht mich immer noch an manchmal. Genauso wie mit Drogen, nicht? Ich weiß ganz genau, ich muss mein Leben diszipliniert führen. Ich kann nicht einfach irgendwie leben, sondern das läuft immer neben mir her irgendwie. Obwohl ich frei bin, muss ich auch dazu sagen. Aber es verschwindet nicht so einfach. Weil sich Bernadettes körperlicher und seelischer Zustand weiter verschlechtert, bringt Ingo sie in die Psychiatrie. Trotz Isolation und Medikamenten kommt Bernadette nicht zur Ruhe. Weil die Angriffe nicht aufgehört haben, habe ich wirklich intensiv... Weil die Angriffe nicht aufhörten, habe ich sehr intensiv zu dem Gott geschrien, von dem ich Hilfe erhoffte. Dazu habe ich fieberhaft versucht, mich an ein christliches Gebet zu erinnern. Dann ist mir ein Teil vom Vaterunser eingefallen und einige Fragmente aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Daran habe ich mich festgehalten. Er ist mein Hirte und an dem habe ich mich gegeben. Bernadette wendet sich an den Gott, den sie schon als Kind kennengelernt hat. Es ist die absolut sofortige Antwort von dem lebendigen Gott. Gott hat mir sofort geantwortet. Wenn ich zu dem lebendigen Gott rief und betete, mussten die Dämonen weichen. Die fremde Macht, die unsichtbare Person, die sich über mich gestülpt hatte, wurde weggehoben. Auf das Gebet hin, auf den Befehl des lebendigen Gottes hin. Dessen bin ich ganz sicher. Auf den Befehl von dem lebendigen Gott. Dessen bin ich ganz sicher gewesen. Nach wenigen Tagen wird Bernadette aus der Psychiatrie entlassen. Wieder zu Hause kauft sie sich eine Bibel und beginnt darin zu lesen. Wir sind dann bei einem Pastor gewesen, und er hat das Evangelium. Wir sind zu einem Pastor gegangen und der hat uns das Evangelium erklärt. Es hat mich berührt, als er sagte, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergegeben hat, damit ich nicht verloren gehe und ewiges Leben habe. Ich habe mein Leben vor Jesus ausgebreitet und um Vergebung gebeten für alles, was ich getan habe. Und dafür, dass ich ihn nicht geehrt habe. Und ich habe gewusst, er spricht mir Vergebung zu. Heute ist in Bernadettes Leben Ruhe eingekehrt. Für ihre Kinder war es in der Vergangenheit jedoch nicht immer einfach. Ich konnte das schlecht einordnen. Was tut sie jetzt? Ist sie verrückt geworden? Ich hatte Angst um meine Mutter und habe mich gefragt, was passiert jetzt? Wird sie je wieder normal? Wird sie wieder mal normal?
Kurz nachdem sich Bernadette für ein Leben mit Gott entschieden hat, erhält sie vom Arzt eine erschütternde Diagnose. Krebs. Mein Krebs ist fortgeschritten. Mein Krebs ist fortgeschritten. Ich bekomme Chemotherapie und bin häufig im Krankenhaus. Ich bin im Spital. Sie ist unheimlich zuversichtlich geworden. Sie ist viel zuversichtlicher und ruhiger geworden. Sie weiß, wenn sie an der Krankheit sterben muss, dann ist sie bei Gott in seiner Herrlichkeit. Als sie sich dem Glauben an Jesus Christus zuwandte, wurden ihre Fragen nach der Herkunft, der Zukunft und dem Sinn des Lebens beantwortet, sagt sie. Das habe ich auch gemerkt. Und seine Frage hat sich auf einmal gelöst. Und das haben wir schon gemerkt. Die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die Entscheidung, mein Vertrauen in Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu setzen, habe ich nie bereut. Er hat mich erlöst. Ich weiß, ich sterbe nicht an einer Krankheit, sondern ich sterbe dann, wenn Gott es will. Der Themenbereich des Übersinnlichen ist sehr groß. Und wie Sie gesehen haben, sind auch die Erfahrungen individuell verschieden. Ich hoffe aber, wir konnten Sie zum Nachdenken anregen. Mir eine Art Klopfzeichen, Tag und Nacht. Ich hatte keine Ruhe mehr, konnte nicht mehr essen, nicht schlafen. Tagsüber ging mein Alltag aber wie gewohnt weiter. Die Stimmen, die Bernadette hört, werden immer lauter. Pausenlos hämmern sie ihr Befehle in den Kopf. Das erste Mal wurde es richtig bösartig, als ich den Befehl bekam, ich solle Uroboros nachspielen. Die Schlange, die sich selbst auffrisst. Die Schlange bin, die sich selber auffrisst. Und ich habe auch angefangen. An diesem Sonntagmorgen habe ich in meinem Meditierzimmer unter Qualen und Winden begonnen, mich sozusagen selber aufzuessen. Und mich winden, habe ich angefangen, mich selber aufessen. Ja, wäre ich Zeit. Bernadettes Mann Ingo kann sich noch gut an jenen Sonntag erinnern. Also ich habe zum Anfang komische Geräusche aus dem Zimmer gehört und rumpeln und bin dann rein. Habe sie in der Ecke knien sehen, an sich selbst kauend. Und es war natürlich ein erschreckendes Bild zum Anfang für mich. Mir war aber auch sofort klar, es muss jetzt hier irgendwas passieren. Es ist so nicht mehr tragbar für uns alleine. Und habe dann erst mal medizinische Hilfe angefordert. Dann ist in dem ganzen Trubel ist dann irgendwo hergefallen, man sollte doch das Medium anrufen. Die wüsste ja am besten Bescheid, die müsste sowas ja erlebt haben, was jetzt wirklich zu machen sei. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe angerufen bei ihr und dann hat sie mich erstmal beruhigt. Ja, das sei alles normal und ich müsse mich da gar nicht aufregen. Ich solle sie doch in die Psychiatrie überweisen lassen und sie übernehme die volle Verantwortung dafür. Und dann habe ich aufgelegt und bin erstmal stockwütend geworden, weil für mich war klar, für die Frau war es leicht zu sagen, es ist alles okay und ich soll mich nicht aufregen. Aber wie kann sie die volle Verantwortung übernehmen für das, was hier passiert? Es war absolut suspekt, dass eine Frau, die selber von Geistern manipuliert wird, dass die könnte Verantwortung für mich übernehmen. Meine innere Panik war riesig. Ich habe mich den finsteren Mächten selbst ausgeliefert. Freiwillig. Und nun konnte ich nicht mehr alleine da raus. Der Sog war so stark. Ich wusste, ich brauche Hilfe. Und mich absolut nicht kann selber an den Haaren zum Sumpf ausziehen, die war so stark, dass ich gewusst habe, ich brauche Hilfe. Die Christen in Lörrach beeindrucken René. Diese Leute dort, die waren für mich so ehrlich und aufrichtig. Und was ich gespürt habe. Es ist nicht lang gegangen und ich habe gemerkt, dass ich an mir selber das Signal gespürt habe. Es dauerte nicht lange, bis ich Signale wahrgenommen habe, die ich vorher nicht kannte. Ich konnte hell fühlen. Eine fremde Macht, eine fremde Kraft hat bei mir bewirkt, dass ich bei mir selbst spüren konnte, was beim Klienten behandelt werden sollte. Ich konnte hell sehen, in den Körper hineinsehen, was man ja sonst nicht kann. Ich wusste, das sind übernatürliche Fähigkeiten. Woher sie kamen, wusste ich nicht. Und sie kamen auch überraschend. Aber mir schien sie sehr nützlich, um anderen zu helfen. Und deshalb habe ich sie angenommen und angewendet. Nützlich,
für andere. Habe ich das angenommen und habe es angewendet. René rutscht immer tiefer in Okkultismus, Gewalt und Drogen. Eine Begebenheit, da kann ich mich recht gut erinnern. So, das war wie so ein Meilenstein, ein negativer Meilenstein in meinem Leben. Da habe ich einen Trip konsumiert und bin ins Schlafzimmer gegangen, habe mich aufs Bett gelegt. Wir haben damals Musik gehört von Pink Floyd, so psychedelische aus den 60er Jahren. Ich bin im Bett gelegen und in der gleichen Zeit habe plötzlich gemerkt, dass irgendetwas den Raum betritt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, bin flach auf dem Bett gelegen und habe plötzlich unheimliche Panikattacken bekommen. Und ich wusste, ich habe es gespürt und innerlich habe gemerkt, dass es ist etwas im Raum, das stärker ist als ich. Aber ich konnte mich in dem Moment überhaupt nicht wehren dagegen oder irgendwie bewegen, sondern hatte nur panische Angstzustände. Und es war so real für mich, dass dieses Ding hier war. Nach diesem Erlebnis habe ich einfach ständig Angst gehabt und ich muss dann auch, mit der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter LSD konsumiere und solche Erfahrungen mache, dann gehe ich total kaputt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann irgendwo gemerkt, das geht so nicht weiter. Ich brauche irgendeine Droge oder irgendetwas, wo mir hilft, dass ich wieder runterkomme von dem Trip. Und so habe ich dann angefangen mit Heroinkonsum. René beginnt zu dealen. Seine Freundin tritt in Peepshows auf. Auch sie ist heroinabhängig. Die Beziehung ist geprägt von Gewalt. Wir sind beide so vor unseren Drogen gestanden und ich habe gemerkt, das ist für beide zu wenig. Und ich dachte mir, dann nehme ich alles selber, weil es für beide nicht reicht. Und sie ist dann einfach ausgerastet und hat einfach ein Messer genommen, was am Tisch gelegen ist, und hat mir, ich weiß nicht genau, ob sie es geworfen hat oder gestochen, auf alle Fälle konnte es mit der Hand abwehren. Und dann habe ich einfach geblutet und ein Loch in der Hand gehabt. Und dann bin ich plötzlich total ausgerastet. Ich handelte und dachte fremdbestimmt, wie eine Marionette. Mit anderen Worten, ich war wie eine Marionette. Die Geister sendeten mir eine Art Klopfzeichen, Tag und Nacht. Ich hatte keine Ruhe mehr, konnte nicht mehr essen, nicht schlafen. Tagsüber ging mein Alltag aber wie gewohnt weiter. Die Stimmen, die Bernadette hört, werden immer lauter. Pausenlos hämmern sie ihr Befehle in den Kopf. Das erste Mal so richtig boshaft war, ist, dass ich... Das erste Mal wurde es richtig bösartig, als ich den Befehl bekam, ich solle Uroboros nachspielen. Die Schlange, die sich selbst auffrisst. Die Schlange bin, die sich selber auffrisst. Und ich habe auch angefangen. An diesem Sonntagmorgen habe ich in meinem Meditierzimmer unter Qualen und Winden begonnen, mich sozusagen selber aufzuessen. Und mich winden, habe ich angefangen, mich selber aufessen. Ja, würde ich sagen. Bernadettes Mann Ingo kann sich noch gut an jenen Sonntag erinnern. Also ich habe zum Anfang komische Geräusche aus dem Zimmer gehört und rumpeln und bin dann rein, habe sie in der Ecke knien sehen, an sich selbst kauend, und es war natürlich ein erschreckendes Bild zum Anfang für mich. Mir war aber auch sofort klar, es muss jetzt hier irgendwas passieren. Es ist so nicht mehr tragbar für uns alleine. Und habe dann erst mal medizinische Hilfe angefordert. Dann ist in dem ganzen Trubel ist dann irgendwo hergefallen, man sollte doch das Medium anrufen. Die wüsste ja am besten Bescheid, die müsste sowas ja erlebt haben, was jetzt wirklich zu machen sei. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe angerufen bei ihr und dann hat sie mich erstmal beruhigt. Ja, das sei alles normal und ich müsse mich da gar nicht aufregen. Ich solle sie doch in die Psychiatrie überweisen lassen und sie übernehme die volle Verantwortung dafür. Und dann habe ich aufgelegt und bin erstmal stockwütend geworden, weil für mich war klar, für die Frau war es leicht zu sagen, es ist alles okay und ich soll mich nicht aufregen. Aber wie kann sie die volle Verantwortung übernehmen für das, was hier passiert? Es war absolut suspekt, dass eine Frau, die selber von Geistern manipuliert wird, dass die könnte Verantwortung für mich übernehmen. Meine innere Panik war riesig. Ich habe mich den finsteren Mächten selbst ausgeliefert. Freiwillig. Und nun konnte ich nicht mehr alleine da raus.
Der Sog war so stark. Ich wusste, ich brauche Hilfe. Und mich absolut nicht kann selber an den Haaren zum Sumpf ausziehen. Die war so stark, dass ich gewusst habe, ich brauche Hilfe. Die Christen in Lörrach beeindrucken René. Dass plötzlich der Geist Dinge antwortet, wo eigentlich niemand wissen konnte. Kurze Zeit später fliegt René aus dem Internat. Er kommt zu seiner Tante nach Wien, vom Dorf in die Großstadt. Rasch findet er Aufnahme in einer Jugendbande. Drogen- und Heavy-Metal-Musik prägen den Alltag. Wir haben uns auch sehr mit den Texten identifiziert. So, da geht es viel um die Hölle, viel um Gewalt, um Zerstörung. Und für mich war das damals einfach ganz harmlos. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt wieder zurückblende, muss ich sagen, das hat mein Leben extrem beeinflusst. Ständig diese satanische Musik zu hören, ständig diese okkulten Texte, auch mit Selbstmordbotschaften und so weiter. Und ich habe mir dann so ein Image zugelegt, ich bin dann vom Hippie irgendwo weggekommen, total zum bösen Jungen. Und habe mir gedacht, ja, du musst irgendwie krass drauf sein, eben einen Totenkopf tätowieren. Ich war angezogen von den Hells Angels, die damals recht okkulte Praktiken auch betrieben haben. Einerseits hat es mich angezogen, das war wie so ein Sog, wo ich reingekommen bin, das hat mich begeistert. Und andererseits, innerlich habe ich immer gemerkt, mir zieht es wie den Boden unter den Füßen weg. Es war wie so ein Holzboden, wo langsam bricht und ich konnte eigentlich nichts mehr dagegen machen. Sondern es war ein Zeitpunkt, auch im Zusammenhang mit Drogen, mit psychedelischen Drogen, dass es mich so reingezogen hat und ich wie nicht mehr zurückkommt. Die zunehmende Umweltzerstörung und die viele Zivilisationskrankheiten. Die zunehmende Umweltzerstörung und die Zivilisationskrankheiten haben mir zu denken gegeben. Ich selbst war schon lange in einer Sinnkrise, wusste nicht, woher komme ich, wohin gehe ich. Deshalb wollte ich am Ende meines Lebens wenigstens sagen können, ich habe etwas Sinnvolles gemacht. Am Ende von meinem Leben können sagen, ich habe etwas Sinnvolles gemacht. Bernadette, 55, Mutter von 4 Kindern, eröffnet in den 90er Jahren in Zürich einen Bioladen. Es war sehr eine anstrengende Arbeit. Es war ein anstrengender Job und ich arbeitete viele Nächte im Geschäft. Nach und nach stellten sich Ermüdungserscheinungen ein, bis zur völligen Erschöpfung. Dann kamen plötzliche, unerklärliche Schmerzen. Irgendwann habe ich einen Akupunkteur aufgesucht. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich einen Akupunkteur aufgesucht habe. Zu den körperlichen Schmerzen kommen bald finanzielle Probleme hinzu. Trotz allen Bemühungen gelingt es Bernadette nicht, den Laden zu halten. Das ist wirklich ganz Das war ein ganz schlimmer Moment für mich. Ich habe wie eine Löwin gekämpft und musste doch einsehen. Außerdem nimmt sie sich täglich 1 bis 2 Stunden Zeit, um zu meditieren. Bald eröffnet sie eine Praxis bei sich zu Hause. Je mehr, dass ich meditiert habe, umso eher. Je mehr ich meditiert habe, umso mehr Visionen hatte ich. Ich habe geistige, innere Bilder gesehen und fühlte mich so bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich habe quasi so auch Bestätigung bekommen, du bist auf dem richtigen Weg. Es ist nicht lang gegangen und ich habe gemerkt, dass ich an mir selber das Signal gespürt. Es dauerte nicht lange, bis ich Signale wahrgenommen habe, die ich vorher nicht kannte. Ich konnte hell fühlen. Eine fremde Macht, eine fremde Kraft hat bei mir bewirkt, dass ich bei mir selbst spüren konnte, was beim Klienten behandelt werden sollte. Ich konnte hell sehen, in den Körper hineinsehen, was man ja sonst nicht kann. Ich wusste, das sind übernatürliche Fähigkeiten. Woher sie kamen, wusste ich nicht. Und sie kamen auch überraschend. Aber mir schien sie sehr nützlich, um anderen zu helfen. Und deshalb habe ich sie angenommen und angewendet. Nützlich für andere habe ich das auch genommen und habe es angewendet. René rutscht immer tiefer in Okkultismus, Gewalt und Drogen. Eine Begebenheit, da kann ich mich recht gut erinnern. So, das war wie so ein Meilenstein, ein negativer Meilenstein in meinem Leben.
Da habe ich einen Trip konsumiert und bin ins Schlafzimmer gegangen, habe mich aufs Bett gelegt. Wir haben damals Musik gehört von Pink Floyd, so psychedelische aus den 60er Jahren. Ich bin im Bett gelegen und in der gleichen Zeit habe plötzlich gemerkt, dass irgendetwas den Raum betritt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Bin flach auf dem Bett gelegen und habe plötzlich unheimliche Panikattacken bekommen. Und ich wusste, ich habe es gespürt und innerlich habe gemerkt, dass es ist etwas im Raum, das stärker ist als ich. Aber ich konnte mich in dem Moment überhaupt nicht wehren dagegen oder irgendwie bewegen, sondern hatte eine panische Angstzustände. Und es war so real für mich, dass dieses Ding hier war. Nach diesem Erlebnis habe ich einfach ständig Angst gehabt und ich musste dann auch, mit der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter LSD konsumiere und solche Erfahrungen mache, dann gehe ich total kaputt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann irgendwo gemerkt, das geht so nicht weiter. Ich brauche irgendeine Droge oder irgendetwas, wo mir hilft, dass ich wieder runterkomme von dem Trip. Und so habe ich dann angefangen mit Heroinkonsum. René beginnt zu dealen. Seine Freundin tritt in Peepshows auf. Auch sie ist heroinabhängig. Die Beziehung ist geprägt von Gewalt. Wir sind beide so vor unseren Drogen gestanden und ich habe gemerkt. Seine Kindheit verbringt René in der Nähe von Graz, Österreich. Schon mit 6 Jahren ist er fasziniert von blutrünstigen Horrorfilmen. Hauptsache düster, unheimlich und gefährlich. Das hat einen extremen Eindruck auf mich hinterlassen. Und das Komische war, einerseits hat es mich extrem beängstigt. Ich habe dann in der folgenden Zeit immer Angst gehabt, wenn ich in den Keller gegangen bin. Ich musste alleine Milch holen gehen, muss bei einer alten Mühle vorbei. Und ich habe immer Angst gehabt und gewusst, da ist irgendwas. Immer das Gefühl gehabt, es ist irgendwas im Dunkeln. Mit 15 beginnt René eine Ausbildung im Gastgewerbe und wohnt in einem Internat. Dort macht er erste Erfahrungen mit der übersinnlichen Welt. Am Anfang von dieser Sitzung dachte ich mir, das ist Hokuspokus und da steckt doch nichts dahinter. Aber trotzdem wollte ich wissen, was läuft hier wirklich. Und dann haben sie irgendwie mit so Formeln und so, weiß nicht mehr genau, Geister gerufen und plötzlich hat sich dieser Tisch angefangen zu bewegen. Und dann ist mir recht unheimlich geworden. Aber ich habe mir dann irgendwie mit reingegeben, weil sie haben gesagt, alle müssen voll dabei sein, müssen sich öffnen für das. Der Geist spürt das, wenn man nicht voll dabei ist. Und ich habe dann mit der Zeit panische Angst bekommen innerlich. Aber ich konnte irgendwie nicht aussteigen, was mich auch interessiert hat. Es war so ein dermaßiger Kick, dass plötzlich der Geist Dinge antwortet, wo eigentlich niemand wissen konnte. Kurze Zeit später fliegt René aus dem Internat. Er kommt zu seiner Tante nach Wien. Vom Dorf in die Großstadt. Rasch findet er Aufnahme in einer Jugendbande. Drogen- und Heavy-Metal-Musik prägen den Alltag. Wir haben uns auch sehr mit den Texten identifiziert. So, da geht es viel um die Hölle, viel um Gewalt, um Zerstörung. Und für mich war das damals einfach ganz harmlos. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt wieder zurückblende, muss ich sagen, das hat mein Leben extrem beeinflusst. Ständig diese satanische Musik zu hören, ständig diese okkulten Texte, auch mit Selbstmordbotschaften und so weiter. Und ich habe mir dann so ein Image zugelegt, ich bin dann vom Hippie irgendwo weggekommen, total zum bösen Jungen. Und habe mir gedacht, ja, du musst irgendwie krass drauf sein, eben einen Totenkopf tätowieren. Ich war angezogen von den Hells Angels, die damals recht okkulte Praktiken auch betrieben haben. Einerseits hat es mich angezogen, das war wie so ein Sog, wo ich reingekommen bin, das hat mich begeistert. Und andererseits, innerlich habe ich immer gemerkt, mir zieht es wie den Boden unter den Füßen weg. Es war wie so ein Holzboden, wo langsam bricht.